Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ich bin der Baume und wir sind auf Zeppelinen unterwegs. Und weil uns einer nicht reicht, sind wir direkt durchs Fenster gebrettert in den zweiten rein. Und da finden wir sowas. Und warum finden wir sowas? Weil hier Scarecrow an Bord ist. Warum auch sonst? Wir hätten den da reingesteckt. Und dann auch noch umgebracht. Was für ein Quatsch. Daher machen die es schon die Mühe, den einzusperren und bringen sie ihn um. Das ist nicht vernünftig. Richtig kaputt da oben eigentlich. Nein, du sollst das Geschwurbel da mit den kleinen Käferchen drin treffen. Ah, okay. Was bist du? Hallo? Ich bin Batman, lass mich rein. Abgeschlossen. Wer hätte das gedacht? Oh. Wie angenehm auffällig. Warte halt. Ja. Ich muss das Explosivgel direkt auf die Wand auftragen, um sie zu zerstören. Oh ja, das hier ist ja überhaupt nicht direkt aufgetragen. Ich muss das Explosivgel. Das schwebt ja nur so davor. Um sie zu zerstören. Naja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, Batman. Ich dachte, wir hätten einen Schnelldrückknopf gedünst. Für solche Aktionen. Das wäre echt praktisch. Komm hier, wir machen es ganz genau. Weil der Betsy Boy so gerne kleine Flattermänner malt. Machen wir einen großen draus. Und jetzt. Piu! Sehr nice, Dude. Sehr, sehr nice. Gentlemen, aufgepasst. Unser ehemaliger Freund Mr. Stagg versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen. Und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht. Ach ja. Jetzt fahren wir über einen Luftstabilisator, Luftstabilisator. Jetzt fahren wir über einen Luftstabilisator. Mit See klappt das Lied irgendwie besser. So. Hui. Ich will aber kaputt schlagen. Kaputt schlagen. Sehr nice. Alles kaputt schlagen. Wie bleibt es denn stehen? Hä? Was habe ich jetzt gekonnt? Krieg ich jetzt kaputt oder was? Lass mich das nochmal probieren. Gründlich. Ich frage mich, was noch alles auf dem Schiff kam. Holy moly, der ist aber... Der ist weg. Was auch immer da drin war, ich hoffe, es war nicht teuer. Ich hoffe, es war teuer. Was, dann fragt ein Vogel mit Hang zur Gewalt? Willst du etwas verladen, dann am besten eiskalt? Ein Vogel mit Hang zur Gewalt. Was soll denn Ditte heißen? Ditte? Nö. Ditte? Warum sind da Knochen drin? Macht das Sinn? Das macht keinen Sinn. Da sind auch noch Beine drin und so ein Spaß. Das macht alles keinen Sinn. Ich gehe mal hier lang. Guck, da zeigt ein Pfeil nach links. Dem folge ich jetzt. Das macht Sinn. Oh ja. Was? Trophäe in der Nähe? Beep. Boop, Trophäe in der Nähe. Beep, boop. Diese Käfer sind echt eklig, die da drin sind. Kriegen wir dich von hier aus auf? Nö, die ist immer noch verschlossen. Hä? Trophäe in der Nähe? Trophäe in der Nähe? Ach, schau, einer mal guckt da drinnen. Wieso denn das? Können wir dich aufmachen? Nein. Können wir da hoch? Eigentlich müssten wir das ja... Warte kurz. Ich probiere es mal. Nur so aus dumm Diddelei. Eigentlich müssten wir das ja hacken. Geht aber nicht. Das können wir auch nicht hacken. Da in dem Kasten ist die Trophäe drin. Da kommen wir nicht rein. Das ist zu weit. Dann gehen wir hier lang. Mal gucken. Was haben wir da? Einmal klopfen bitte. Geht nicht. Das geht auch nicht. Gut zu wissen. Gut zu wissen, was nicht geht. Den hätte ich gern.
Und dann machen wir hier mal die Wand weg. Die ist doof. Ich mag die nicht. Ich male halt gerne, lasst mich. Hui! Holy moly! Riddle diddle, du hast dir echt fucking Mühe gegeben. Wow, ich bin entsetzt vor Erstaunen. Ich bin entstaunt. Was zur Hölle? Wieso malst du so viel? Aber du lässt das ja deine Lakaien machen, lieber Herr. Nigma. Das machst du ja nicht selber. Du bist ja nicht doof. Du bist ja intelliklug, ne? Schlau wie schlau, Nika. Nika, Nika. Wie komme ich da rein zur Hölle? Ach, guck mal, da ist wieder so ein Ding. Tschüss. Ui, befreit die Käfer. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ich entsichere die mal da oben. Das wird schon gut gehen. Plup. Plup. Und plup. Aha. Was soll das bringen? Was soll das denn? Was ist denn für eine Zahl? Auch einfach nur irgendeine. Gut, okay. Du bleibst da mal stehen. Kann ich da hoch? Nö, natürlich nicht. Kann ich hier hoch? Nein, auch nicht. Wir sind in einem fucking Zeppelin. 2, 3. Irgendwas drehen. Soll es da rauffallen? Was ist denn nur... Was ist denn nur Sinn und Zweck dieser Konstruktion? Da ist ja was rangemalt. No shit, Sherlock, da ist was rangemalt. Die haben vorhin so schön gebounced. Kann ich dich nicht irgendwie hacken hier? Warte mal, ist jetzt hier was offen? Achso. Da komme ich natürlich nicht durch. Was ist das denn? Oh. Aha. So, da muss man erstmal wissen, wie das gedacht ist. Huch. Warte kurz. Wir nehmen uns wieder den hier. Dann pinnen wir ihmchen hier fest. Und dann kippen wir das alles wieder nach links. Nach rechts, meine ich doch. So, und dann passen wir hier locker durch. Und dann sitzen wir fest. Das ist jetzt nicht so gut. What? What? Ach, das ist schlecht. Wir müssen da durch, wo das Ding steht. Du bist mal wieder. Und du auch. Warte halt, das ist, wo ich herkomme. Jetzt habe ich mich einmal gedreht, ohne es zu merken. Lasst mich denken. Lasst mich denken. Man sieht hier irgendwas. Ach ja, warte halt. Ich mach dich mal fest. Und dann lasse ich das Ganze darüber rutschen. Und, jetzt haut's hin? Ja. Indeed, es haut hin. Danke. Das war schön. Das hat mir gefallen. Das war schön. Ja, ja, fand ich gut. North Refrigation Laser, freigegeben. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack Simon, 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam.
Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Racheakt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Das hat ja anscheinend nicht gut funktioniert. Nutzer-ID, Stack, Simon, 3. September. Als Dr. Crane zu mir kam, glaubte ich, er hätte endlich den Wert seiner enormen Chemiekenntnisse erkannt. Doch nein, immer noch Scarecrow, durch und durch. Er erfindet eine Formel, die Depressionen heilen oder eine Armee untereinander aufbringen könnte. Und er nutzt sie, um Leute zu erschrecken. Na gut, Dr. Crane. Ich arbeite weiter an Ihrem Cloud, aber ich arbeite auch weiter an Ihrem Toxin. Ich werde ihm zeigen, dass hier Geld zu verdienen ist, egal wie. Tja, das ist Crane scheißegal. Der will kein Geld. Stack, Simon, 20. September. Bitte! Es soll aufhören! Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause. Ich will nur nach Hause. Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst deine Formel vervollkommnen. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Das war so schön. Das lassen wir nochmal laufen. Bitte. Es soll aufhören. Oh Gott. Die fliegen hier auch genau neben Ace Chemicals, diese Zippen. Naja. Was ist das? Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon. Wieso lassen die Leichen hier liegen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Patient Nummer 4. Das ist hier wie ein krankes Museum. Wie geht's uns heute, Daniel? Daniel, würden Sie gern nach Hause? Leichte Panik, dauerhafter Schaden. Das reicht nicht. Er ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon. Warte kurz. Oktober. Endlich Ergebnisse. Genau genommen musst du den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Euch alle! Ich will da ran. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Angsttoxin kann gefährlich sein für Sie und Ihre Nächsten. Zu langer Kontakt mit Angsttoxin kann Phasen mit extremen psychologischen Traumata hervorrufen. Ich sage dir, Bats, Sie lassen das Zeug echt immer besser und besser klingen. Ach ja, fick dich. Ich will jetzt hier die Aufnahme hören. Wie kriege ich das Fenster auf? Blöder Joker. Sie lassen das Zeug echt immer besser klingen. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Der Wolkenbruch, Cloudburst... Wahrscheinlich eine sehr niederschlagende Erfindung. Wolkenbruch, niederschlagen, Paranoia, Angst. Schön. Schick dich, Alter. Mach kaputt. Mach Computer, wollte ich sagen. Warum ist hier überall... Ja! Ich wollte gerade sagen, warum ist hier überall so ein Nigma-Zeug? Natürlich ist dort Nigma-Zeug. Und das ist eine Falle. Jetzt geht gleich die Tür zu und wir werden verrückt. So, so. Ein Viertel meiner Rätsel gelöst. Aber zu welchem Preis? Das ist ein Zermürbungskrieg, Detektiv. Ich lasse deine Gehirnzellen wegschmelzen wie weiches Wachs und wärme meine Hände an der Flamme. Na, viel Spaß. Das ist eine sehr kleine Flamme. Identifizierung bestätigt.
Reden wir gerade von meinem Verstand? Bitte lasst mich gehen. Ich habe jede Menge Geld. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Neuer Gegnertyp. Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh, neuer Gegnertyp. Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Oh, aber das ist ein neuer Gegner. Wir dürfen Batman nicht zum Boss kommen lassen. Wenn ihr bei einer von den beiden Aufgaben versagt, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ihr zusammen mit Snake Gas schnüffeln werdet. Verstanden? Saubere Energiequelle. Eine Abdeckung des Eindämmungsfeldes mit Distanz-Hacking-Gerät kann für eine kleine Explosion auslösen. Die Gegner in der Umgebung betäubt. Was habe ich denn gerade gemacht? Huch. Hui. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt sie bis dahin weiter mit Energiezellen. Genau. Mach ich alles kein Ding. Alter, wo der überall seinen Stuff parkt, das ist ja unglaublich. Was ist passiert? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, er ist tot? Nein, er atmet noch. Denkst du, das ist Batman? Ja. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Behaltet diese Vorsprünge im Auge. Er könnte dort hängen und warten, dass ihr vorbeilauft. Ihr habt ihn gehört. Leise, leise, Batman. Das Gitter ist weg. Wer hat das gesagt? Oh, da kommt ja jemand. Oh, was ist denn das? Ne, da kommt keiner, es war nur eine Taschenlampe. Was sind denn das für Dinger? Du magst hoffentlich Granaten! An in Deckung! Muss ich alle drei anmachen? Hä? Das hat gerade Neon in Neon gemacht. Das war ja irrisch. Wie? Das will ich gar nicht wahrhaben. Das war das ganze Rätsel. Na gut. Batman ist hier. Lass mich nicht durch. Scarecrow muss seine Arbeit beenden. Gott sei Dank. Hilf mir. Sie bringt mich um. Ja. Ich find's Wahnsinn. Wie viel die in diese Luftschiffe gesteckt haben. Diese zwei popeligen Luftschiffe. Wie lange wir da drin schon unterwegs sind. Ich wollte nur rein und Scarecrow stellen. Und wir kommen da ewig nicht raus. Unglaublich. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat gespeichert in dem Moment, wo wir diesen Raum betreten hatten. Das würde ich gern nutzen. Die Aufnahmesession hier beenden. Ich hab's am Anfang bereits gesagt, ich bin ein wenig übernächtigt und übermüdet und langsam macht sich's bemerkbar. Ein bisschen Kopfschmerzen sind da. Und ich meine, den Raum hier kann ich... Ich will jetzt nicht abgeben, aber den Raum hier kann ich locker aufräumen. Aber was danach kommt und so, das will ich mir nicht vermiesen, indem ich in einen Zustand spiele, der nicht optimal ist. Ich bin auch immer mal so weggesagt, das habt ihr sicherlich mitgekriegt. Ich heb mir das lieber auf. Ich bin auch ein bisschen ruhiger geworden am Ende, habe ich das Gefühl. Aber es ist Wahnsinn, wie viel in diesen Zeppelin drin steckt. An Gameplay. Wie riesig die Dinger sind, was sie alles reingepackt haben. Mit diesen Wackelrätseln und so. Und wie viele verdammte Riddler-Trophäen es hier in diesen Zeppelinen gibt. Das ist ja nochmal ein Stadtteil für sich. Diese zwei fliegenden Dinger sind echt nochmal ein vierter Stadtteil. Finde ich wahnsinnig geil. Ich hoffe, wir schaffen es möglichst bald, uns den dritten Stadtteil freizuspielen, dass wir da die Brücke runterlassen können, weil eigentlich spiele ich die Hauptstory ja nur, damit wir unser Batmobil zum Riddler-Rennen kriegen, damit wir endlich die Catwoman befreien können und dann ist das Spiel für mich persönlich abgeschlossen.
Aber bis dahin ist es noch ein verdammt weiter Weg, ey. Alter Schwede. Ich glaube, wir werden dann irgendwie, das ist so eine Vermutung von mir, werden wir jetzt hier Scarecrow ausschalten und dann dreht der Arkham Knight richtig frei. Genau, da hört die Musik auch sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. In der nächsten Folge seht ihr mich frisch und erholt und nicht übernächtigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten ein paar sehr entsetzliche Momente in dieser Aufnahmesession, auch wenn es nicht sehr lang war. Und oh shit. Der Batman geht langsam ziemlich crazy. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen und reingehauen. Der Cloud. Wie hieß es? Wolkenbruch. Nennen wir es Wolkenbruch. Der Wolkenbruch. Juhu, bis zum Wolkenbruch. Tschüssi. Lasst mir Feedback da. Wow, Kommentare und Likes. Juhu. Das war ich nicht. Das war die kleine Maus, die auf meiner Schulter sitzt. Da müsste man genau hinschauen. Die sieht man ab und zu. Ja, die sieht man. Okay, das reicht jetzt aber wirklich.